Hallöchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind in Italien unterwegs, genauer gesagt Höhe Neapel. Wir besichtigen heute mit euch Parco Archeologico di Sefino. Ja? Gehen euch mit euch gemeinsam ein bisschen durch, gucken uns die einzelnen Gebäude an, Teatro zum Beispiel. Also wird bestimmt spannend. Bleibt dran, wir freuen uns auf euch. Ne? Kommt mit auf unserer Tour. Hier war der Eingang anscheinend, oder? Hier war der Eingang. Hier wird gebaut. Sehr krass. Ist echt schön alles. Ist auf alle Fälle, ach, wollte ich gerade sagen, schon gut, ne? Also da kann man doch mal einen Zehner hier für die Leute, die hier arbeiten und die das wieder in Schach halten, kann man doch mal wirklich ausgeben, oder? Dafür könnt ihr was Historisches sehen, wir was Historisches sehen. Was ist hier links? Ah, hier sehen wir das, genau. Hier ist... noch mal die Basilika erklärt mit den Säulen, die noch erhalten sind. Das ist hier und außen quasi das Außen, die Außenmauern hier im Prinzip. Ja. Das sind hier die Außenmauern und hier sehen wir quasi die einzelnen Säulen. Ja. So, weiter geht's. Und hier sind ganz viele kleine, was soll das hier sein? War das ein Gefängnis? Das sieht, das, ein Labyrinth ist es nicht. Was könnte das sein hier, Chat? Was könnte das hier sein? So ein bisschen wie das Forum Romanum. Stall. Oder? Vielleicht fürs Vieh. Stimmt, ein Stall. Ställe könnten das sein, oder? Könnten hier Ställe sein, ja. So einzelne, wo die Tiere drin waren. Hier sind so Gänge. Oh, hier sind so Gänge, wo man nach hinten gehen kann, in den hinteren. Hier so vorne. Also es könnte definitiv früher mal so ein Stall gewesen sein. Chrissy versucht es gerade rauszufinden. Moment, hier. Ich hab's. Chrissy hat's. So, jetzt wird das Rätsel gelöst, was das hier ist. Alter, was für ein langer Text, Mann. Auf der Strecke zwischen Porta Boiano und dem Foro haben die Ausgrabungen von Valerio Gianfarani in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts einen großen städtischen Bereich mit Blick auf den Decumano ans Licht gebracht. Die beiden Straßenseiten waren von überdachten Arkaden gesäumt, wie die Fußabdrücke der Säulensockel vermuten lassen. Die Funktion der Portale bestand darin, den Geschäftsbetrieben, den Tabernen und Werkstätten dahinter, die sich durch abnehmbare Holzverschlüsse auszeichnen und in den die Schwellen herausgestellten Furchen untergebracht waren, vor Witterungseinflüssen zu schützen. Die wiederbeleuchteten Isolate, definiert durch Längswände und Sekundärpassagen, die mit der Distel ausgerichtet sind, zeichnen sich durch die Strukturen mit doppelter Funktion aus Gewerbe und Wohnen, mit Innenräumen, Licht- und Regenwasserquellen. Es ist wahrscheinlich, dass die ursprüngliche Anlage auf das augustische Zeitalter zurückgeht, das in den folgenden Jahrhunderten von zahlreichen Veränderungen aufgrund veränderter Infrastruktur und Wohnbedürfnisse betroffen war. Der Durchgang zwischen den beiden Gehwegen an den Seiten des Decumans wurde durch das Vorhandensein von Fußgängerübergängen erleichtert, die aus nahen Steinblöcken gebildet wurden, die in einer höheren Höhe auf den Straßenpflastern angeordnet waren und eine einfachere und sichere Überquerung ermöglichten. Aha. Also waren es Geschäfte und Wohnhäuser, richtig? Ja. So wie Susi fast schon vermutet hatte, ja. So, jetzt stehen wir auf einer alten römischen, Straße. Haben sie einfach ausgegangen. Typische römische Straße neben dir. Ja, ja, das ist genau richtig. Hier erkennt man das, glaube ich, ne? mit diesem großen Stein. Hier. Da sind die früher quasi mit dem Karren drüber, ne? Also, das ist ganz typisch, glaube ich. So sahen die früher aus. Das ist schon krass, ne? Also, da sind die heutigen, und die hatten ja früher noch keine Gummi, die hatten noch keine Luftreifen. Ne? Muss ich mal vorstellen, wie das gescheppert hat. Also das Gebäude hier. Das hier, wo wir gerade waren. Müsste das neben dem, weil daneben war dieses Makellanum in der Mitte, was halbrundes, gell? Ja, ja. Und das neben dem Makellum platzierte Gebäude war wahrscheinlich für den Gottesdienst bestimmt. Es war an das Wohnviertel ausgerichtet
und bestand aus einem quadratischen Raum, dem eine große Veranda vorausging, ja, der aus einer gemischten Arbeit aus Steinblöcken und Ziegelgürteln gebaut wurde. Die Eingangstür zum Innenraum hat Pfosten aus geformten Steinblöcken. Die Steinschwelle bewahrt die Scharniergehäuserlöcher einer Doppelflügeltür. An der Rückwand befindet sich eine Theke, die ursprünglich mit polychromen Marmorfliesen verkleidet war, auf der wahrscheinlich Statuen der verehrten Gottheiten platziert waren, von denen wir keine Zeugnisse haben. Okay, gucken wir nochmal hin, oder? Also das ist quasi jetzt das Gebäude, was für den Gottesdienst bestimmt war. Gehen wir nochmal gucken. Hier ist dann die Veranda, von der Chrissy gerade erzählt hat hier. Und da hinten ist quasi die Theke. Wenn wir hier reingehen. Wenn wir jetzt reingehen. Dann sehen wir hier quasi die Theke. Stehen wir quasi in einem heiligen Gebäude jetzt. Riesig diese Steinblöcke sind. Was steht hier dran? Ah, 1950 bis 57 haben sie das quasi hier ausgegraben alles und angefangen zu restaurieren. Hier sieht man es auch nochmal. Kommen wir jetzt zum Außentor. Oh, das sieht aber pompös aus. Wie riesig das ist. Die Geschäfte früher bestanden oft nur aus einem kleinen Zimmer mit einem Tisch. Mhm. Danke. Genau, nicht so wie man es heute kennt, also ne, so Geschäfte, sondern ein bisschen abgespeckter das Ganze. Ja, unten sind wir jetzt genau. Wir sind jetzt quasi bei der 5 laut der Karte. Schau dir mal das riesige Tor an. Porta, da steht's. Interessant, sowas anzugucken, ist immer eine Reise wert. Für sowas kann ich mich begeistern. Wir uns auch, Martin, genau. Porta Boiano al Foro. Genau, hier ist, da sieht man es nochmal. Hier ist das Makeleum, von dem Chrissy gerade berichtet hatte. Also das monumentale Tor, das im letzten Jahrhundert teilweise rekonstruiert wurde, befindet sich in Richtung der antiken Stadt Bovianum und zeigt, wie alle anderen Tore von Sepino hergestellt wurden. Mit einem einzigen Bogen, flankiert von zwei kreisförmigen Türmen, mit einem Schieber und einer doppelten Flügeltür. Die Türstruktur im Innenhof sorgte für mehr Sicherheit und ermöglichte die Verwaltung der Eingänge in die Stadt. Auch in Abhängigkeit von Kontroll- und Steuererhebungsaktivitäten im Zusammenhang mit der, weiß ich nicht. Die Ehreninschrift über dem Bogen erinnert an die Adoptivsöhne des Kaisers Augustus, Drusus und Tiberius, die den Bau von Toren, Mauern und Türmen finanzierten. An den Seiten der Inschrift befinden sich zwei Statuen von gefangenen Barbaren, ein Symbol der germanischen Feldzüge und wahrscheinlich eine Warnung für die lokale Bevölkerung. Porta Boiana ist, wie die anderen städtischen Tore von Sepino, nicht nur ein Eingang in die Stadt, sondern ein echter Triumphbogen, der die kaiserliche Familie und ihre Großzügigkeit feiert. Ein Denkmal, das als Instrument der Kommunikation und der kaiserlichen Propaganda verwendet wird. Jetzt gehen wir hier weiter, oder? Ich glaube schon, ja. Was hatten wir jetzt? Porta Boiana, ne? Genau, Porta Boiana hatten wir jetzt. Ja. Außerhalb der Mauern, nicht weit von der Porta Boiana entfernt, befindet sich das Grabdenkmal von P. Numinus Ligus, eine berühmte Persönlichkeit, die zahlreiche militärische und zivile Ämter innehatte. Nach römischem Gebrauch wurden die Nekropole außerhalb der Stadt entlang der Hauptstraßenachse platziert, die hier mit dem Traktor identifiziert werden kann. Das Denkmal, das im letzten Jahrhundert wieder aufgebaut wurde, verfügt über eine Struktur des Typs Ad Ara. Ein Gebäude mit quadratischer Basis, das mit geformten Rahmen geschmückt und mit 4 Eckelementen gekrönt ist, die mit Pflanzenmotiven verziert sind. An der Fassade ist die Widmungsinschrift zu lesen, die an die militärische Laufbahn und die städtischen Ämter des Verstorbenen erinnert.
der das Denkmal für sich, seine Frau und den vorzeitig verstorbenen Söhnen errichtete. Das Denkmal ist in der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Christus. Susi, genau. Die Steine, die sind quasi nicht normal gerade platziert, sondern so schräg. So schräg, ja. Schaut mal. Echt krass. Also normal sind die ja quasi gedreht, so aufeinander gestapelt. Und die sind alle schräg. Ne? Das auch habe ich noch nie gesehen, dass eine Mauer so quasi mit so Steinen so gemacht wurde. Das ist echt krass. Weil die mussten ja alle bearbeitet werden. Jeder einzelne Stein musste ja behauen werden. Das ist schon krass. So, grüß dich, hallo, wunderschön. Hi. So halten sie besser zusammen. Ja, definitiv, ne? Ist ja auch, klingt ja logisch, aber krass. Also stell dir mal vor, jeder einzelne Stein muss ja quasi quadratisch behauen werden, dass der dann wieder dahin passt. Was das für eine Arbeit ist. Die riesige Mauer hier. Was das für eine Arbeit ist, ey. Echt krass. Also wirklich krass. Alter, was eine Arbeit. Das ist echt krass, ne? So gehen es quasi in der Außenmauer einmal rum und dann vorne wieder rein, ne? Ich glaube, ja, ich müsste irgendwo einen Eingang wieder rein. Genau. Was früher alles nicht möglich war, ne? Ja. Hier ist wieder gerade. So, guckt. Hier ist wieder gerade die Steine. Hier sind wieder gerade. Hier sind sie noch schräg. Hier sind sie wieder gerade. Hier Verzierungen, die sie gefunden haben irgendwo. Auf dem Gelände. Und was ist das für ein Gebäude? Das könnte ein Badehaus sein, oder? Das könnte hier so ein Badehaus sein, theoretisch. So, wo sind wir? Wir sind hier raus. Da vorbei. Oh, das ist doch nicht oder das. Vielleicht von hinten. Ja, von hinten, genau. Das ist das Theater. Da müssen wir, glaube ich, rumgehen, wa? Dass wir da was sehen. Wir sind jetzt quasi da, wo die Dings waren früher. Die Gefangenen, oder? Ja, die Gefangenen. Oh, hier, guck. Hier ist lang. Hier wurden die sich vorbereitet haben. Wir sind quasi Backstage, könnte man sagen. Wir sind, oh ja, hier guck. Wir waren Backstage-Chat. Wir sind jetzt hier mitten im Theater. Da, hier saßen die Leute und da vorne wurde quasi gespielt. Das Theater des antiken Sepinum wurde in den ersten Jahrzehnten des ersten Jahrhunderts nach Christus in der Nähe der Mauern in einem vom Stadtzentrum entfernten Gebiet erbaut, was das Stadtleben sowohl während der Bau- als auch in der Nutzungsphase nicht behindern ließ. Das Theater konnte rund 3000 Zuschauer aufnehmen und die Einrichtungen erreichten eine Höhe von etwa 11 Metern vom Orchestergeschoss entfernt. Die Szene, die heute von einem ländlichen Gebäude, dem Orchester und einem Teil der Höhle besetzt ist, sind erhalten geblieben, die das Publikum aufnehmen soll. Das Theater wurde durch zwei Haupteingänge in die Tetrapillin, die aus vier gewölbten Durchgängen und einem offenen sekundären Eingang in den Wänden bestanden. Ein Zugangssystem, das in Verbindung mit Treppen und Innengängen die Verwaltung der Zuschauerströme in- und Ausgang ermöglichte. In der Mitte der Tribüne, auf dem heute nicht erhaltenen Gipfel, befand sich wahrscheinlich ein Kult. Es bleiben Spuren von Strukturen, die für die vorübergehende Abdeckung der Tribünen, Velarium und des Vorhangs Alleum funktional sind. Die auf der Höhle und auf der Bühne errichtete ländliche Gebäude sind das Ergebnis von Umbauten, die seit dem 18. Jahrhundert durch die Wiederverwendung von Rohmaterialien aus alten Bauwerken stattgefunden haben. Die Restaurierung hat ihren historischen und architektonischen Wert bewahrt und sie in Museumsstätten verwandelt. Komm mal her lang gehen. Jetzt sind wir quasi hier im Theater. Gespaced. Da sind bestimmt die Feinherrschaften da oben. Ja, möglich. Und haben von dort zugeschaut. Das ist der Bogen, von dem Chrissy gerade gesprochen hat. Und da gibt es den nochmal. Da hinten, wenn man da durchschaut, da sieht man nochmal so einen Bogen. Der Komplex, na, habe ich das schon vorgelesen? Nee. Nee. Der Komplex nahm eine große Fläche zwischen dem Theater und der Distel ein. Es bestand
aus dem Campus einem Raum, der von einer Veranda mit einer großen Badewanne im Inneren begrenzt wurde. Der nur teilweise ausgegrabene Komplex war für die Aktivitäten im Theater zweckmäßig, wie in vielen anderen römischen Städten belegt. Vor allem die Arken konnten die Zuschauer während der Aufführungen unterhalten oder reparieren und die umliegenden Räume konnten unterschiedliche Funktionen haben. Es ist möglich, dass der große offene Sektor Campus für Gymnastikveranstaltungen, Spiele und Wettkämpfe genutzt wurde. Und es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass er für Übungen oder echte Gladiatorenspiele bestimmt war. Der Bau ist wahrscheinlich zeitgleich mit dem Bau des Theaters in der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts. Ist das die Badewanne hier? Das sind alles Sachen, die sie ja ausgegraben haben, bestimmt. Da Gladiatoren. Das sind die Grundmauern hier, die ursprünglichen Grundmauern hier. Von dem Gebäude. Das hier ist ein Löwe, oder? Das ist ein Löwe, ja. Ach, hier ist. War mal ein Löwe, ja. Hier ist auch noch ein Eingangstor bestimmt. Das ist nachempfunden. So, jetzt sind wir auf so einem Vorplatz hier, oder? Hier den Weg hoch. Jetzt gucken wir mal uns das komplette. Hier ist das Areal, da ist das Eingangstor. Das gleiche Eingangstor gibt es quasi auch von der anderen Seite nochmal, das haben wir auch eben gesehen. Aber da ist eins der Eingangstore, um die Besucherströme zu leiten. Ziemlich cool, das mal zu sehen, so eine alte Stadt, wie sie halt früher mal war. Müssen wir jetzt lang. Da durch, oder? Da, ja. Das ist der Vorplatz hier, oder? Ja. Da ging es dann zum Theater, ja. Du kannst hier überall rein und gucken, ne? Ist eigentlich ganz geil. Jetzt gehen wir weiter davor. Da links ist auch noch mal eine Tafel, wollen wir da auch noch mal hingehen? Ja. Da sieht man noch mal das Tor ein bisschen von oben. Sieht man hier irgendwas? Da unten stand irgendwas mit irgendwelchen Gängen. Warte mal, gehen wir mal da gucken. Ja, guck, da unten sind Gänge, seht ihr das? Unter der Bühne unter da sind noch Gänge. Da. Oh, jetzt kommt die Königin, die Queen of the Road, kommt jetzt hier durchgelaufen und empfängt uns. Chat, the Queen of the Road empfängt uns jetzt hier durch den Torbogen. Stolzen Schrittes. Geht sie quasi die Treppen hinauf. Sehr geil. Haben wir mal schön hier beide. Heute sind wir mal beide schön im Jogger unterwegs. Ja, warum denn nicht? Ich auch. Das ist halt dann halt auch Vanlife. Da hast du halt nicht immer die Abendmode dabei, dass du dich halt, ne? Ja, aber irgendwie hier stylst. Das ist halt was anderes. Outdoor-Klamotten. Ja, Outdoor-Klamotten. Das sind die Hühner wieder. Bark, bark, bark. Jogginghose ist auch Outdoor. Klar. Deswegen heißt es ja auch Jogging. Outdoor-Jogginghose, ja. Ja, weil du mit joggst ja. Genau. Das ist ja draußen. Richtig. Aber das, was kostet, muss neu sein, oder? Weil bei Google stand ja, dass kostenlos ist, ja, hier durchzugehen. Aber ist ja nicht schlimm. Haben wir uns ja die Hälfte gespart, okay. Weil heute International Women's Day ist. Was haben wir hier? Latrine, nee, nicht Latrine, aber hier kann man, war früher Wasser. Wie nennt man das? Zum Wasser, hier konnte man Wasser holen früher. Konnte man früher, glaube ich, Wasser holen. Weil da ist das Wasser reingelaufen, oder? Eine Wasserstelle, oder? Würde ich jetzt mal ganz einfach sagen, ist das hier. Da vorne kommen wir jetzt wieder zu der römischen genau, Stadt. Genau, da müssen wir jetzt nach Straße. Links. Genau, da müssen wir nach links. Da haben wir noch. Wo wir rechts an der Basilika gegangen sind, respektive von oben kommend links, müssen wir dann jetzt nach links gehen. So, was haben wir denn hier Schönes?
nur noch mal so eine Dingstag. Genau, das hier ist die 16, das ist die 11. Also wir stehen jetzt quasi in der, nee, wir stehen jetzt hier in der 16 drinne. Das hier. Hier kommen jetzt die einzelnen Sachen. An der Kreuzung von Distel und Dekuman öffnet sich das Forum, das Herz des öffentlichen Lebens von Sepino. Der Platz, der heute nackt aussieht, war von den wichtigsten politischen und religiösen Gebäuden der antiken Stadt umgeben. Das trapezförmige Loch war auf zwei Seiten von einem umlaufenden Kanal umgeben, der den Abfluss des Wassers begünstigte. Das Pflaster in Kalksteinplatten, die auf 82 Reihen angeordnet sind, bewahrt die Inschrift der Richter, die auf ihre Kosten das Pflaster herstellten. Ursprünglich mussten die Buchstaben aus Bronze sein, die mit Bleilex befestigt werden. Zahlreiche Einzüge und Abdrücke auf dem Pflaster zeugen von Ehrendenkmälern, Brunnen und Statuensocken. Die schlechte Dokumentation der Ausgrabungen aus dem 19. Jahrhundert und die systematische Entfernung der archäologischen Überreste in der Vergangenheit erlauben es heute nicht, die Gebäude auf der nördlichen langen Seite des Forums genau zu erkennen, wo jedoch wahrscheinlich das Komitium, Gebäude für Volksversammlungen, die Kurie, Sitz des Stadtsenats, das Kapitolium, Haupttempel der Stadt und andere Kultgebäude, eine öffentliche Kuranlage, die unter den epigraphischen Zeugnissen bekannt ist, Thermae Silvani, standen. Auf der östlichen, kurzen Seite des Forums befanden sich städtische Gebäude, Firmensitze oder Kultstätten, von denen Spuren von Mosaik- und Polygramm-Marmorböden erhalten sind. Auf der Südseite hingegen erinnerte ein Ehrenbogen der L. Neratius Priticus, einem berühmten Juristen aus Sepinus und Freund des Kaisers Trajan, gewidmet war an den Bau eines großen und wichtigen Gebäudes dahinter, was noch nicht ausgegraben wurde. Aha. Dann gehen wir jetzt hier weiter hoch, oder? Mhm. Das glaube ich gehört eher zu ihm mit, ne? Ja, ja, genau. Nicht so drauf trapsen. Ja. Hier wieder eine alte römische Straße, typisch mit den ganzen großen Steinplatten hier. Oh, hier ist so ein Ding mit einem Halbkreis. Was könnte das sein? Auf der langen Seite des Forums und in den frühen 70er Jahren restauriert ist der Griffobrunnen, ein kleines Denkmal. Der äußere Umfang der Wanne ist mit einfachen, rechteckigen Spiegeln geschmückt, die von einem Formteil umrahmt sind. Im Inneren ist der Prospekt mit dem Relief eines Greif. Mythologisches Tier mit Adlerkopf und Flügeln und Löwenkörper und Füßen verziert, wobei die Flügel nach hinten gefaltet sind und ein großer Schnabel. Die Widmungsinschrift erinnert an die Realisierung des Werkes auf Willen eines der wichtigsten Richter von Sepino aus dem Augustier C. Aeneas Marsus und Sohn L. Aeneas Gallus. Es ist möglich, dass der Magistrat einen Teil der Mittel für Theateraufführungen oder Gladiatoren in öffentliche Arbeiten gespendet hat. Der Greif war mit der Göttin Nemesis verbunden, einer Gottheit des Schicksals, die in der Gladiatorenwelt besonders verehrt wurde. In der Mitte des Reliefs zwischen der Brust und den Vorderbeinen befindet sich das Loch, durch das die Wasserleitung ging. Das überschüssige Wasser strömte durch zwei auf den kurzen Seiten abgeleitete Kanäle und strömte durch den Gitterschacht, der noch auf der rechten Seite des Brunnens aufbewahrt wurde, in die darunterliegende Kanalisation. So. Da raus. Genau. Na, da, oben. Wenn es zu voll ist. Oh, oh.